So, die Frage, die man natürlich auch immer wieder stellt, gerade Ihnen hier vom Radioclub, möchte ich Sie weitergeben, denn Sie haben ja alle nichts professionell mit Radio zu tun, also nicht beruflich. Wie sind Sie dazu gekommen? Die Frage jetzt wieder erstmal an Herrn Taurer. Als Gärtner hat man vielleicht manchmal auch so im Grünen ein Radio dabei, aber es wird ja nicht gerade Weltempfänger sein. Wie sind Sie einfach zu diesem Hobby gekommen? Na, das... Einerseits waren schon die Voraussetzungen gegeben, weil ein drehbarer Antennenmast vorhanden war. Und dann andererseits die Neugierde, warum nun diese Sender empfangen werden können, die ja ziemlich weit weg waren. Und wodurch eigentlich diese Sender empfangen werden können. Gab es kein Fernsehen bei Ihnen in der Familie, dass man immer mehr schon Radio gehört hat als alles andere? Oder haben Sie als Kind schon mal selber Radio gebastelt? Man macht das ja manchmal eine einfache Diode, das eine Ding geht dann an die Wasserleitung ran und dann hat man schon fast dann... haben Sie das sowas auch gemacht? Nein, eigentlich technisch bin ich nicht versiert. Nicht versiert, ich verbringe sozusagen einen Hauptteil meiner Zeit im reinen Fernempfang. Reiner Fernempfang. Ja. Das ist aber alles nur Sprechfunk, so Tastfunk, also das Piepsen, das macht Sie nicht so an. Oder nein, also das ist reiner Rundfunkempfang. Reiner Rundfunkempfang. Gut, gebe ich die Frage mal weiter an Herrn Krien. Maschinist, hauptberuflich. Da hört man wahrscheinlich, würde man akustisch wahrscheinlich schon schwer ein Radio hören können, nicht? An Ihrer Arbeitsstelle. An der Arbeitsstelle ist natürlich schlecht, aber ich mache das schon seit 1956. Ich habe dort allerdings mit dem Detektor angefangen, was für mich damals als Schulkind natürlich eine Überraschung war, ohne Strom, ohne alles dort. Da gab es in diesem, ich habe vorm Rias, dort hatten wir Garten mit Laube, also wo es kein Licht gab und nicht. Ja. Und das Radio spielte eben. Ja, und wieder zu Hause angekommen, da hat ja dann mein Bruder mir hier noch ein paar Kopfhörer geholt. Detektor haben wir dann in der Schule angefangen selber zu bauen. Ja. Es gab bei uns Detektoren, die kamen so etwa 9 Mark. Wir haben sie dann für 7 Mark gebaut und dann auch schon spezielle TX-Detektoren, sodass der nähere Raum hier schon ausgeschaltet war. Also man hatte nicht hier bloß... Da gab es natürlich immer diese, da gab's natürlich diese Schwierigkeiten. Oder dann der Tscheche, sondern es ging schon BBC und Spanien. Aber das war natürlich offiziell nicht so sehr erwünscht, nicht? Also, früher war alles noch erwünscht. Ja. Das war, es wurde sogar gefördert, sogar von Funkamateur bis Mitte der 60er Jahre. Es war das sogar drin. Die Amateure, die Amateurfunker haben dann aber mal in irgendeinem Jahr beschlossen, dass das eine Entwicklungsphase ist, der Rundfunkempfang, und haben sich dann eben dieses als Sportart angeeignet und wahrscheinlich auch durch Verunglimpfung. Bei Ihnen damit aus, wann sind Sie zur Radiohörerei gekommen? Naja, das Wann ist relativ leicht zu beantworten. Das war 1967, da war ich 17 Jahre. Das Wie ist ein bisschen schwieriger, denn ich würde mal sagen, man war ja dann in seiner Sturm- und Drangperiode, dass man doch ein bisschen so auf die damals neue Musik so eingeschworen war, so Beatles, Rolling Stones und so, was man hören wollte. Und das hörte man einfach über unsere Sender ja ein bisschen schlecht oder gar nicht. Naja, und da hat man schon einmal am Radio gedreht und dann Radio Luxemburg gehört, wo dann Hitparade oder dergleichen mehr kam. Das war sicherlich so ein bisschen der Ausgangspunkt und dann in den Nachtstunden... Das war ja sehr verbreitet, Radio Luxemburg zu hören, Anfang der 70er auch so, nicht? Da hing man dann da dran, der deutsche Soldatensender damals auch. Deutsche Soldatensender, der Freiheitssender 904, die an für sich solche Musik brachten und die wurde gehört und da rutschte man schon mal daneben und plötzlich hatte man dann eine ausländische Station noch mit dran. Luxemburg ist ja auch eine ausländische Station, aber dazu kam man dann dazu und wunderte sich, dass das eben über weite Entfernung geht und von Jahr zu Jahr kam man dann immer mehr zum Radio hören und stellte dann solche Sender auch ein. Bis die Schere wurde auch immer größer, nicht? Sie haben damals noch Kurzwelle, Mittewelle, die technischen Möglichkeiten, nicht? UKW zum Beispiel, dann Stereoempfang und heute würde wahrscheinlich die breite Masse ja nicht mal Radio Luxemburg hören, weil die Musik natürlich Stereophon erstmal bei uns auch zu hören ist und natürlich auch viel besser zu vernehmen ist. Und sicherlich diesen Titel, den Sie sich jetzt gewünscht haben, den konnten Sie natürlich damals auch noch nicht empfangen. Ja. Nun, die
ganzen Sachen, die wir hier besprochen haben, die kann man natürlich auch zu Hause im stillen Kämmerlein machen. Herr Brustmann, warum schließt man sich nun eigentlich zu einem Radiohörerclub zusammen? Naja, sicher, wir haben es ja jahrelang im stillen Kämmerlein gemacht. Mhm. Einfach aus der Not heraus, dass es nicht ohne Konsequenzen möglich war, sich in einem Club zusammenzuschließen. Naja, das Ziel des Clubs besteht eigentlich darin, die Interessen der vielen unter einen Hut zu bringen und mit einer ganz konkreten Programmatik bestimmte Ziele zu verfolgen. Und unser Hauptziel des Clubs ist eigentlich, unser Hobby in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, indem wir also als Club verschiedene Aktionen in der nächsten Zeit planen, um also zu erklären, was wir machen und viele vielleicht, die Interesse haben an anderen Kulturkreisen, an der Entwicklung in anderen Ländern, dafür zu begeistern. Wenn natürlich es auch die Möglichkeit der Clubmitglieder, Erfahrungen anderer wieder für andere nutzbar zu machen. Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Natürlich geht es so darum, innerhalb des Verbandes viele Informationen weiterzugeben, um also jetzt bestimmte Spezialisten mit den dringend notwendigen Informationen zu versorgen. Das ist die Aufgabe des Verbandes. Wie sieht es aus mit einem Fachorgan, mit einer Fachzeitschrift? Ja, naja, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wir geben eine Zeitung ab 15. Mai wird sie das erste Mal erscheinen, heraus. Das wird erreichbar, erhältlich über einen Postzeitungsvertrieb? Ja, oder vorläufig im Moment noch nur für Mitglieder erhältlich, haben aber gleichzeitig dazu auch entsprechend unserer Satzung die Möglichkeit geboten, auch andere Fachzeitschriften im Rahmen des Clubs zu beziehen. Besuch bei Leipzig heute von Mitgliedern des Radiohörerclubs International e.V. In 4 Minuten erst einmal Nachrichten von Radio DDR und dann geht's weiter mit weiteren Informationen unserer Gäste. Also dann, bis gleich.